Jawohl, da ist Turm zurück und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Kennst du die Karte doch schon auswendig? Nee, nicht mehr. Teezimmer. Das Map-Overlay sieht so anders aus. Komisch aus. Ich habe mir diesen oder ich habe mir das nie richtig angeguckt. Vielleicht sind wir jetzt auch im Keller. Ein paar Stockwerke da und dazwischen hinzugefügt. Vielleicht sind wir auch ganz oben an der Antennenspitze. Na komm, die Angreifer gar nicht hin. Amaro. Nee. Können höchstens Splittergranaten hochwerfen. Fängst du ab? Das macht Jäger. Nee, du. Ach so. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Na. Hast du dich halb tot granadiert? Willst du dich wieder blenden, hä? 5 Sekunden. Standort des Biogefahrguts. Der hält sich auch noch aus Kameras. Weiterhin absichern. Hier ist eine Drohne, wir haben nicht Mods, oder? Nein. Na. Ein Glück. Das wird sie auffallen. Nennt sie bereit. Na komm, platz hier. Wo war das jetzt? Bar oder Aufzuggang? Los, auf sie. Auf sie, auf die Grid. Ah, die ist dahinter. Barrikade errichtet! Hab doch gerade erst. Gritt, komm zurück. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Jetzt brennt der Merrick auf. Oh, Gritt verletzt. Nein, da war sie noch. Treff doch mal den Fuß. Ja, den hat sie weggezogen, blitzschnell. Hätte sie aber noch treffen können. Ja, draufgeschossen, wie wild. Der Rippy hat Kameras gehackt. Toll. Jetzt kommt da noch Gemini vor. Am Westen ist drin, Merrick ist. So. Jana ist jetzt drin, ja. Ich bin verletzt, ich bin verletzt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Und den Bahns gerade noch abgreifen. Eigener Druck neutralisiert. Oh, guck mal, wir sind endlich wieder im C-Zimmer.
kann ich es ja nochmal versuchen. Ohne Kontaktgranate. Was hast du denn eigentlich vor? Ich wollte eigentlich bloß das Benji anbringen. Die gedrückt. Oh, guck mal. Wie viele Kontaktgranaten. Ja, ich habe extra verzichtet. Ich habe vergessen zu wechseln. Mann, ey, es läuft nicht. Naja, immerhin bin ich ja in dieser Operation beim vom Haus fallen von raus, ja. Voraus. Ich bin noch nicht runtergefallen. Bin mir sicher, du hörst noch auf. Bei einer Terrasse, da kannst du dich oben an die Ecke legen und schön ins Fenster rein, halb ins Fenster reingucken. Oder da an der Seitenstraße. Seitenbehälter schützen. Wand verstärkt! Ich hatte einen Freund gefunden. Wo ist sie denn? Er ist dort oben, Kali. Also vor die Tür gehen ist ja richtig mit ihr, aber direkt gleich ein Stockwerk höher, wo niemand ist von uns. Maverick haben sie. Die dicke Grit und den... Ne, Kali haben sie noch gehabt. Benji läuft irgendwo. Okay. Könnte in der Bar sein. Ja, in der Bar ist jemand. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Ach man, schon wieder! Mann, wie denkst du? Aber die Gegner sichern den Behälter. Guck zur Bar. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Grünaugengrit. Mit Display auf dem Arm. Auf der Schulter. Ich dachte doch bloß, dass von der Bar auch einer kommt. Kannst du doch nicht an. Da hab ich dann reingeguckt. Mission gescheitert. Ja, aber ich war doch schon da. Muss doch nicht gleich mit hingucken. Wusste nicht, dass du in die Bar geguckt hast. Sonst hätte ich das ja nicht sagen können. Sein können, dass du einfach auf dem linken Ohr gehört hast und du wusstest, dass du bloß links was platziert hast. Ich habe gar nichts gehört von Benji. Okay. Standst du bei der Lounge da, bei diesem Bartresen? Ich war, wo die zwei Fenster sind da. Das ist die Lounge. Und warst du bei diesem Bartresen? Da ist auch noch eine kleine Bar drin. Nein, ich war in der Mitte. Okay, weil ich stand ja noch viel weiter weg. Ich war bei dem Gemüse. Doch nicht, dass das Benji Geräusche macht. Das macht richtig Lärm, wenn jemand reinlatscht. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ha, bin hier ganz alleine. Medien Center. Komm, ich hab den Behälter gesehen. Alter. Nein, das haben sie doch rausgenommen, diesen Fehler. Ganz sicher.
Aha, Mozi. Ja, da bin ich auch nochmal platziert. Lokalisiert. Ich bin da auch reingefahren, ey. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Alle Außenkameras kaputt. Drohne rum. Kamera hier habe ich. Entweder Melusi oder Lesion. Ah, hinten Geschenkeladen ist jemand. Einer vom da ist Alibi. Verbleibt. Die mich vertauschen, ja. Was? Okay. Ich dachte, er will nicht sterben. Ja, hab ich mir auch gerade. Jetzt sagt das ja alle ruhig, ey. Haben wir nichts mehr. Granaten, Munition, alle. Nee, am rumlaufen. Eben sind sie noch wie wild rumgelaufen. So langsam bekommen sie Schiss. Keine Drohnen da. Schade. Bedrohung neutralisieren. Eigener Trupp wurde eliminiert. Schade, schade. Aber was gehört, das Ding macht Lärm. Ja, bei mir, beim Gegner, wenn er reinläuft. Ja. Weiß ich nicht, ob der Gegner das hört. Die Augen. Die waren alle gierig auf Sterben eben, ey. Die haben dann zwar etwas ruhiger gemacht, als du es gesagt hast, aber irgendwie so richtig Rückzug war auch nicht drin. Aber Mozi, Alter, er wollte einfach nicht sterben, ey. Der schießt da auf das Fleisch und kriegt selbst was ins Fleisch und steht halt einfach weiter da. Da weiß ich auch nicht, was er dann gemacht hat, ey.
Schon wieder keine Geisel. Schon wieder Hause, ja, haben wir ganz schön aufgehalten. Mann. Na sowas. Und hier passt diese Entdeckung und so weiter, dieser Entdeckungsschriftzug rein. Ohne dass es überragt. Schon wieder Musik. Sechs-Kontaktgranaten. Die Bomben schützen. Das war knapp. Ich wechsle das Magazin. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend Plan. Die Wand ist sicher. Boah, Stau. Ah, ich werde zurückgesetzt. Ach, was ist denn hier los? Ach, Leute. Ey. 10 Sekunden noch. Alle 60 Lebenspunkte weniger. Noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Die wird sie aufhalten. Mist. Merrick. Schwarzbart und Ash. Und Ace. Mavic ist tot. Okay. Über mir latscht noch jemand. Diffuser, Yellow Ping. Bei mir ist was. Bei dir? Okay. Bei Treppe ist auch jemand. Oh. Was? Von wo? Ah, Ace kommt die Treppe aus dem Keller hoch. Da. Die mit der Uhr am Auto. Zimmer. Letzter Verbleib der Operator des eigenen Trupps. Scheiße. Nur noch ein Gegner übrig. Ich kann es nicht genau sagen. Wo ist? Nichts von mir. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Ein Yokai-Drone hat es irgendwie in die Zwischendecke geschafft oder in den Boden. Ich hab mal oben durch die Decke einen erschossen dürfen, wie du weißt. Ja,
Wer hat dir den letzten Kill geklaut? Barry? Hm, geklaut? Ja. Also, ein Kill. Nicht den letzten. Ach so, wegen Ace. Gar kein neuer, warum lädt das so lang? Die Bomben schützen. Nein, Kacke. Ich nicht durch. Also die Drohne, die da irgendwann mal war, ist kaputt. Ja. Ich lade nach. Bleiben 10 Sekunden. Ich platziere ein AVS. Warum gehen die Stangen nicht kaputt, ey? Bombe vom Gegner entdeckt. Nein, nicht schon wieder! Ach Mann! Jackal. Schon wieder gesprengt. Rekrut und Ace. Ist ja hier auch noch zurückgesetzt, ey. Ich war hier. Wechsle Magazine! Na, hier an der, im Außenfenster schlägt einer. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Einsatzbereit. Oh. Hier ist Left Side, Barry. Treppe ist einer gewesen. Mhm. Zwei. Einen habe ich. Ah, robbt sich weg, ist verletzt. Magazinwechsel! Ah, hier rosa Fenster, ist jemand, rosa Zimmer. Da wo mal gar kein Fenster war. Also auch das Dicke war da mal, das ganz Dicke. Da ist doch... Du hast gesagt, da wo kein Fenster war. Ja, das Dicke, das Dicke. Ja, aber da war doch... Alter... Jetzt habe ich muss mich korrigieren. Ja, ich muss mich korrigieren. Mann. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Wie lange der markiert ist? Der rumraschelt. Er stirbt nicht, der Checker. Jetzt kommt er rein. Eine Drohne, Kamera haben wir nicht drin. Hier ist Inside A. Hat eine Klammer aufgestellt. Er kümmert sich auch hinter mir Drohnen, ne? Ah. Mission gescheitert. Sagt sich, er hat 300 Lebenspunkte, da braucht er das nicht.
Jetzt hat er drauf geguckt. Ja, drauf geguckt. Toll. Bringt ihm auch nichts mehr. Können nachher mal was probieren, wenn wir aufgehört haben zu spielen. Willst du das Banshee kaputt machen? Nee, ich will mit Kite ausprobieren. Der Radius so groß ist, wenn jetzt unten die Garagentor verstromst, wenn du es auf den Boden wirfst. Gerade so, dass der Kreis das Tor berührt. Und dann EMP, ob der das noch. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Hm, okay. Wo willst du es da anbringen? Auf den Boden werfen? Oder wie? Oh Gott, Mozi. Ja, nein! Oh, drum gefahren. Hä, warum ist das nicht angesprungen? Ist halt der vor mir platziert? Auf dem Boden oder an der Decke halt. Der Mozi-Kram, der hat jetzt nicht funktioniert. Frau gerade, Frost, super. Gerade so, dass die, dass der Kreis den 10 Sekunden die beiden Tore. 5 Sekunden bis zum Einsatz. An die Steinwand ans Fenster. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Na komm nochmal, komm nochmal, komm, 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 komm. Ah, sie rennt weg. Also Kamerafrau hat Treffer abgekommen. Okay. Kommensmatte kaputt und ein Schädling kaputt. So, neuer Versuch. Das komme ich, manchmal kommt das so früh schon. Manchmal hier vorne kommt es gar nicht. Wenn man seitlich rangeht, kommt das später. Keine Willkommensmitte. Wechsle Magazine! Schade, keine unten. Ah, hinten Fernsehzimmer an der Tür an der neuen Treppe steht Vigil. Mit gelben Augen. Ein Gegner verbleibt. Entschuldigung, es war Mai. War Mai. Entschärfer ist online und aktiviert. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Das wäre fies gewesen, wenn Wamai-Kram bei dir gewesen wäre, weil der hat gerade eben nochmal geschmissen, dann hätte er dich hochgejagt. Ja. Aber er hat ja vorher schon, also hätte er nicht. Pam, pam,
Dann hätte mich die erste schon gekriegt. Jetzt wird nur noch Termit. Das ist nicht Termit. Level 104. Kein EMP, Mann. Oh, Maverick ist weg. Na, zum Glück haben wir ja noch Fuse. Der gleich am Anfang stirbt. Nö. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich glaube oben. Ja, oben. Ich meine, Witche haben sie. Da ist Mozzi, nee, was war das? Ah, Mozzi, ja. Version haben sie, Witche. Alibi. Ein Alibi. Ein Mozzi. Witche und ein Mozzi. Da ist Witche. Da war er weg. Na, Mozzi rennt hinten um. Ne? Unter dem Bett? Mhm. Okay. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Nein! Ja, genau, Alter! Sicher! Ist Hughes jetzt gestorben? Ja, ja, genau, Alter! Sicher, ey, sicher, Junge! Wahnsinn, ey, wie er mich da... Er kann mich gar nicht gesehen haben, ey. Zurückbleiben. Da, irgendwo da hinten an der Außenwand, da... Ey, da ist eine Kamera noch draußen, hallo. Ich weiß nicht, mit wem du redest. Ja, ich sag dir das. Da, ja. Da, wo du gerade hingeguckt hast. Moment. Am Zaun, außen. Zaun, links, außen. Da, wo du zuletzt. Rechts. Weiter hoch. Da. Ach, da. Ja. Ein verbleibender Operator vom eigenen Truck. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt darfst du weitermachen, ja. Bad geht nicht mehr rein. Da liegen schon ein paar Leichen. Ach, da. Oh Gott, da ich auch rausgerannt sind. Da sind, glaube ich, zwei rausgerannt auf der Seite. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. Wieder oben. Spielzimmer, Kinderspielzimmer ist eine Welt, die ich kann. Ja, Mozzi schon wieder. Ja, du bist aber dagegen gesprungen, ey. Was
Was hat denn Kalifun? Ah, okay. Unten in Karate sein. Ja, noch 5 Sekunden. Hm, kommt er beim großen Tor raus gar nicht? Haltet bitte, bitte. Anderen Ausschau. Nee, ist dickes Auto. Hier spawnt ja gar keiner. Außer ich. Ich gehe jetzt die neue Treppe hoch. Scheiße. Oh. Nein, nicht. Ja, gerade einen von den Gegnern wird schon niedergeschossen und dich killen und du killst ihn, ey. Nee. Ein Gegner verbleibt. Ist hier oben irgendwo eine Kamera bei mir? Oben? Bei dir? Außenwand, irgendwo da oben? Ja, absolut. Schwarzes Auge, es geht nicht kaputt. Jetzt. Also ich denke mal, Hauptschlafzimmer, wenn du reinkommen willst. Du bist drin, okay. Ah, ich hab mich mal kurz umgedreht. Gelber Ping ist es. Hauptschlafzimmer. Scheiße nochmal. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Voll abgeknallt. Er geht rein, Witchy kommt von rechts da bei uns. Er schießt ihn nieder, ich kill ihn. Und du killst ihn in so einem Typen. Naja, erst schießen, dann gucken, dann nachdenken. Ja, aber du musst doch, du siehst doch die Silhouetten von uns und so. Ja, das ist auch manchmal ein Problem, wenn man die nicht sehen würde. Gut, der war jetzt in der Tür. Ja, wenn du die nicht sehen würdest, dann würdest du jeden abknallen. Egal was. Na, das wäre gut. Du wirst aber nicht mehr lange spielen, ne. Übungsplatz. Alpha-Pack, was? Krieg ich heute mal ein Alpha-Pack und ich darf es nicht öffnen. Was? Also. Achso, stimmt. Na, willst du schon aufhören oder? Also? Nee, immer noch eine Partie würde ich machen. Und jetzt gucken wir mal. Ich bin gerade dabei, das zu erstellen. Ja, erstell halt. Ich wollte es eigentlich am Ende machen. Nee, weil ich will noch eine Partie spielen. Ja, ja eben. Los, geh rüber. Was, ich hab noch, ja, Hauptbildschirm. Ich bin blau. Passt ja. EMP, Mann. Soll ich dir noch beim Verstärken helfen? Nein. Sprengler dabei. Waschküche ist Geisel. Kite. Ist Geisel noch Wohnzimmer? Wurden überall? Sag mal an. Hauptschlafzimmer, Rosazimmer, Esszimmer. Esszimmer. Zweimal erstes OG, einmal ja, Esszimmer. EG und einmal Keller. Esszimmer, das war damals, als die Grabschrau ausgeführt ist. Ist über der Garage.
Wo sie immer noch raus ist. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Da kann Grabschotter ja mal wieder was machen. 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Piu. So schnell bin ich dann gar nicht. Geisel finden und sichern. 10 Minuten Zeit reicht hoffentlich. So, mal gucken. Mal gucken, wie weit der Kran ist. Ist zu weit. Kann man sich ansehen, ja. Zu weit weg. Ist es hier nicht? Ach, zu weit. Achso, du wirst unten anbringen? Ich bringe erstmal auf den Boden, ja, Keller. Okay. Na ja, 3 Versuche haben wir, du hast 2, nur 2 Versuche. Jetzt ist verströmt, ich habe gerade so die Spitzen. Jetzt auf dem Boden. Ja, kannst du. Ich komme mal kurz rein, ich will mal kurz gucken, wo du es anbringst. Ja, halt mittig von. Mittig darüber. Nee, auf dem Boden erstmal. Okay, mittig auf dem Boden, dann geht's auf jeden Fall kaputt. Achso, du hast es jetzt aber von der Außenwand weggelegt. Ja, so weit wie es geht. Genau, okay. So weit wie es geht. Ich glaube, das geht kaputt. Ja. Und dabei ist die EMP-Granate noch etwas weggerollt. Ich krieg, wenn ich das jetzt auch an der Decke verkacke. Na, ist nicht maximal weit. Krieg ich das nochmal weg? Ich krieg's nochmal weg. Soll ich dir unten markieren, indem ich durchschieße? Oder? Ja. Die Mitte? Die Mitte sehe ich, ja. Strom drauf. Ach, du hast jetzt aus der Garage aus angebracht, oder? Oder warst du jetzt im Büro? Ich bin unten in der Garage. Ich habe es jetzt an der Decke angebracht. Okay. Aber werfen wir erst außen unten auf den Boden. Ja. Soll ich hier mal kurz gucken? Soweit wie es geht oben. Oben, ja. Ach, da an dem Garagentor-Ziehgerät. Eigentlich berührt der Kreis das Ganze oben gar nicht so. Ja. So, ich schmeiß mal dagegen. Aus Entfernung. Rollt wieder weg. Geht ja, kaputt, obwohl es weit weggerollt ist. Schade. Hm. Sonst meine neue Taktik werden können. Müssen wir oben anbringen? Oder ich probier's mal oben und. Ich schmeiß es mal an die Steinwand oben im Büro und dann schmeißt du mal eine EMP. Also klar, kann man immer noch kaputt machen, aber da denkt vielleicht der Angreifer nicht dran. Verteidigen. Na da unten. Semi-Auto und ja, die Franzosen-Revolver-Geschichte. Als Zweitwaffe. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. So, erstmal runter. Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Mann, ist der lahm. Gut, der ist auch nicht schneller als Fuse oder langsamer. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Außenvorrat ist auf der anderen Seite eigentlich, ne? Bei der ehemaligen, beim ehemaligen Kücheneingang. Ist der jetzt gespawnt oder wie? Ne, Kamera. Wie sieht's beim Baumhaus? Achso, jetzt sehe ich das nicht so gut. Wieso spawnt die hier hinten? Ich spawn Seiteneingang und dann müsste die Kamera auch da hinten eigentlich. Den Leckländchen. Wenn du mitmachen kannst, wäre nicht schlecht. Also die Mitte aufmachen wäre gut. Oh, das liegt sehr weit weg, das wird nichts, glaube ich. Also das ist jetzt direkt an der Wand. Das ist genau die Mitte und die Mitte und Wand. Ich stehe jetzt genau drüber, nicht schießen. Das wird zu weit weg sein, aber ich kann es ja wieder aufheben. Oh ja. Er ist doppelt so weit weg. Da wird nix. Ich sammle sie doch. Ach ne, aufsammeln doch gehen. Dann müsst ihr halt auf den Teppich legen. Ah, ist glaube ich auch noch zu weit weg. Jetzt ist es an.
Und ist noch nicht verströmt, oder? Nee. Okay, dann nochmal näher ran. Das dürfte auch nur zweit weg sein. Jetzt ist an. Nee. Ist noch nichts, oder? Gut. Nee. Gut, auf dem Teppich, wenn man es da hinlegt, dann sieht man es. Ja, sehr jetzt? Gut ist, nee. Jetzt muss es aber. Nee. Na und jetzt? Nee. Mann, geht das gar nicht mehr durch die Decke? Danke, Fu. Aua, aua. Jetzt. Beides verströmt? Ja. Dann schmeiß es mal bloß gegen die Wand. Ich stand gerade dicht dran. Also direkt unten an der Wand oder einfach nur? Ja, ne, einfach nur unten, wie man es normal macht. Einfach in die Wand pfeffern. Dann fällt das runter bei Schwerkraft. Schade. Kann man komplett vergessen. Ja, das geht, komplett bis oben hin zur Decke. Also ich habe es jetzt ziemlich weit auf den Teppich gelegt, aber das wäre egal gewesen. Es geht halt nicht, wenn man es oben drauf legt. Über dem Außenbereich, oder? Genau. Also an sich ist ja egal. Oh, Moment. Hier Moment, noch nicht. Hier Moment. Da ist so. Ja. Also, in der also hier ungefähr. Moment, ich guck mal Richtung Garage und schieße es mal durch. Geh weg. Ja. Kommt nichts durch, weil der Teppich da ist. Doch, zwei Schüsse kamen durch. Okay, also da habe ich es platziert in etwa. Also du standst jetzt Moment, an der Wand. Probier's, na, ich probiere es nochmal anders, von der anderen Seite. Ja, das müsste eigentlich sein. Von der anderen Seite müsste das gehen. Jetzt. Nee. Zwei weg? Ja. Okay. Das könnte passen. Nee. Nee. Immer noch nicht. Mann. Jetzt muss es. Wieder bloß gegen die Wand pfeffern. Ah, das ist zu zweit gekommen. Mann, auch kaputt. Also du wirst jetzt nicht sehen, weil ich hab's innen platziert. Gut. Also hier, wo jetzt offen ist, habe ich es platziert. Also ich bin außen gerade noch. Kannst du von... Ach stimmt, du bist klar. Kannst du gar nicht sehen. Du hast die Geisel versteckt, ey. Ich wollte die jetzt holen. Das nix. Ja, bestimmt im Esszimmer. Achtung, die Gegner haben sich Kontakt zur Geißel. Nimm mal den Nitro weg. Nee. Oh. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Also mit Kalt kannst du es jetzt knicken, da oben zuzumachen. Mhm. Schade. Match drauf, Ben. Wieder aus dem Trupp raus, weil du ja im Gegnertrupp warst. So, hier noch einmal Turm. Nee, was hatten wir? Was war auch lange raus? Kratzer hatten wir schon. Das war es ja dann eigentlich. Kanal war nach raus. Zwar nicht lange, aber raus. Was man noch machen könnte jetzt unten Garage, dass man nach links eine Kralle wirft und nach rechts. Gut, die rechts würde vielleicht. Da musst du aber auch hoffen, dass derjenige das mittig wirft. Ja.
Aber Kali würde dann doch lieber Bandit mit Doppelmira-Fenster und gucken, wo er es anbringt. Aber Kali würde das nicht kaputt kriegen, wenn das so weit ist. Ja, das könnte sein. Auf Freizeitpark. Das Zeug von Ace geht ja ziemlich schnell kaputt. Also mit Bandit wirst du da nicht mehr rechtzeitig ankommen können. Oder? Aber das fängt ja von oben an zu. Naja, du, eine Ladung wird durchgehen, aber den Rest wirst du kaputt kriegen. Denke ich mal. Also wenn Strom da unten drauf, dann mit Bandit und Mira. Wenn du gucken kannst, ob jemand ankommt. Da muss man aber auch beide Fenster zulassen. Ja, oder du machst eins auf. Dann mit Kontaktgranaten. Auswerfen und hoffen, dass du die so triffst. Hm. Weißt du? Ja, kann der Gegner aber auch was reinwerfen. Splitter. Ja, das kann er. Hast du ja vorher sonst auch gemacht. Auch gehabt. Ja, aber da ging das ja noch mit dem Strom. Oben in Ruhe. Der könnte Jäger. Ist darum, wenn der ging. Also müssen wir mindestens zu dritt spielen. Die Bomben sichern. Ach, da lang. Nee, ich mach's mal anders. Wir haben diesen Elite-Schwing-Schwing-Echo. Den lassen wir gewinnen. Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Lade jetzt nach! Ich hoffe, dass es von hinten auch. Ja, Sophia. Pass auf. Ich hoffe, das Ding ist auch von hinten gewesen. Böses Auge bereit. Hast du jetzt einen Papa angebracht? Nee. Auf dem Boden? Nee, also neben Stühlen. Sie haben wieder Schild. Schön von vorne aus. Nein, nicht die Kontaktgranate, die falsche Taste. Aber ich konnte sie noch zurückhalten. Zweimal ich heute vom Hausdach gefallen, du dich zweimal mit Melusi selbst gesprengt. Angesprengt. Banshee brummt. Na, jetzt habe ich es gehört. Ich hocke im Tresor. Ja, auf dem Bargeld-Balkon ist jemand. Togepi oder IQ? Kali. Was? Hab ich nicht identifiziert? Kali hat mein Ding kaputt gemacht. Das Besorgnis ist kaputt gemacht. IQ sitzt drin. Ja. Hab's. Da ist jemand rot. Ich glaube, das ist Kali. Nee, nicht ganz. Ich sage Bi. Fuck ist drin, ne? Initiationsraum ist immer drin. Initiationsraum, ich gehe rein. Bug habe ich. Träger aufgehalten, Kali beim Automat. Hat mich, gelber Pink Kali. Zwischen den Bomben ist der Entschärfer. Magazinwechsel!
entschärfen bei B, so wie es klingt. Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt. Er muss zerstört werden. Scheiße. Niemand in der Tür zu sehen, wo du gerade hinguckst. Scheiße. Ein Gegner verbleibt. Kali ist noch, ja, die Bomben tot. Schützen, den Entschärfer deaktivieren. Der eigene Trupp. Dieser Bug, ey. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Ja, IQ konnte ich durch die eine nicht verstärkte Wand rum, im Bargeld rum. Ja, diesmal habe ich das Brummen auch gehört. Brummi Brumm. Vielleicht war vorhin in der anderen Runde vielleicht einfach zu laut und wir das können. Oder die Grit hat sich drauf gesetzt. Die Bomben sichern. So, zerschlagen können die das schon mal nicht, da müssen sie irgendein Gadget einsetzen. Ich glaube, man kann die auch von vorne zerschlagen. Ja, ich sag ja, das können sie nicht gerade zerschlagen, weil das so weil es im Automat hängt? Achso, so. Ja, bei den umgekippten Automaten, ne? Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Jetzt brauchen die mal bei den T-Tassen. So, vier haben sie. Sophia Ash. Verbleibender Gegner. Hey. Letzte fährt Drohne, Sophia fährt noch Drohne, jetzt nicht mehr, ist kaputt. Was? Unter mir ist sie. Gelber Ping. Hat mir eine Philippinka auf die Füße gehauen. Deswegen hat die sich da, also die war das mit der Drohne und hat da markiert. Hm. Das hätte ja auch, nichts gebracht, denke ich. Naja, 10 Lebenspunkte hatte ich noch. Ja, toll. Das war ein Versuch. Ja gut, hättest du noch einen draufgeballert, dann hast du dich zumindest verletzt. Ich weiß nicht, ob sie nochmal geschossen hat. Ich habe mich gefragt, hä, wie kann mich da jemand jetzt anschießen? Weil hinter mir ist ja alles fest, also verstärkt und feste Wand, aber... Dann kam der Bodengedanke. Was schlauer gewesen wäre, dass sie halt durchgeschossen hätte.
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. 5 Gegner, 3 neue. Drogensauger. Oben probieren. Kamera vorne. Dann würde ich jetzt die neue Funktion des Operatorwechsels nehmen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh Gott, Matzi. Ich halt da wieder raus. Witschel war das? Was, Motzi nicht markiert? Komm mal, Frau ist jetzt markiert. Sekunden bis Einsatz. Ansonsten haben wir noch gar keinen gesehen, ne? Bei Witcher war ich mir nicht sicher. Bis Einsatz. Aber es war oder nicht. Ja. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Da stand jemand am Geländer. Oh, die haben Jackal. Nee, Goyo oder... Und Goyo haben sie. Vielleicht haben sie aber auch Mira. Oder hatten... Kamera raus. Was? Was? Vigil ist da, ja. Oh, ist der Schäfer da oben? Naja, immerhin nicht drin. Ich hol ihn mal, wenn du guckst. Capcan haben sie noch. Okay, ah, ist offen. Ja, die Tür ist offen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Hier bin ich schon lange nicht mehr rein. Nix kaputt gemacht. Kapkamine habe ich kaputt gemacht. Okay. Fenster habe ich aufgeschossen. Ist du jetzt? Okay. Ist keine Mine. Fahr ich mal kurz Drohne. Ja, sauber. Goyo liegt hier rum. Tot. Vigil ist noch nahe der Luke. Haben wir Motzi-Kram zerstört? Ne, ich komme nicht rein. Ich glaube, der ist an der Treppe beim Tresor. Ja, Kaffee. Ja, der ist am Camping. Ah, Kopf gesehen, Kacke. Weg. Ich glaube, er ist hochgegangen. Er war da wo. Er schießt auf mich, er sieht mich noch. Wieso? Hast du einen eigenen Druck getötet? Ja, das ist der rein? Wie ist er da reingegangen? Nein, Loch ist da. Aber da muss man doch auf das. Ach, beim Tresor hat er auch offen gehabt. Oh, Junge, du warst doch. So. Du nur wieder, ey. Guckt so viel Drohne und drohnt und drohnt und drohnt und sieht da nichts. Hättest du mal da verstärkt? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Drogen. Sauber. Eure Drohne hat eine Kamerafrau, Waffen und Drohnen. Melusi. Puh. Bank. Alle identifiziert. Meinst du? 10 Sekunden bis 1. Bitte noch einer. Das ist Bartlett, der neue Operator. Bartlett. Großer Eskrit. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Achtung, Explosion! Entschärfer ist ich will doch reinrennen. Gesichert.
Ich weiß nicht, ob die Wand offen ist, weil da wurden gerade kaum Schüsse her. Er sprüft. Ja, scheint offen zu sein, also nicht verstärkt. Ja, ist auf dem Loch schon drin. Oh Gott, das ist. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ich deck hier mal ab. Entschärfer wurde erneut. Ich hab was, Kamerafrau. Einer ist, glaube ich, Drachentreppe gewesen. Zumindest waren da Stapfen zu hören. Ein schwarzes Auge kaputt. Blitz ist drin, hinterm Thron. Drachentreppe ist einer runter. Was? Oh. Irgendwo zwischen den Bomben ist, glaube ich, jemand. Ja, von da bekomme ich Schüsse. Liegt verletzt rum. Ah, scheiße. Du bekommst Schüsse. Ich glaube, Elf will mich wiederbeleben. Ich robb zu ihr. Wie weit denn noch? Ah, hinterm Thron wieder. Da ist Bandit, halbe Energie. Hinterm Thron. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner kommt zu dir. Wirklich. Und wieder ein Umriss zu sehen. Bei mir wieder nicht. Ich sehe nichts. Ich habe das schon so oft gehabt heute. Echt komisch, was da ins Spiel gekommen ist. Die hier auch wieder bei Ace, die Augen grün-gelb, auch bei Ash. Und dann diese Umrisse, die ich hier sehe in der Killcam. Eieiei, Ubisoft, noch mehr Fehler reinbekommen. Operation Gesundheit 2. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.